René. René? Genau. Und wie alt bist du? 20. 20. Und du hast dich mit dem Islam beschäftigt? Ja, ich habe mich mit dem Islam beschäftigt. Hast du den Koran komplett gelesen? Ich bin dabei, also ich habe ihn noch nicht ganz gelesen. Ich bin halt aufmerksam geworden durch die verschiedenen Videos. Ich muss auch sagen, wegen der radikalen Auslebung, aber nicht im negativen Sinne halt, sondern wegen der Hingabe. Wegen den Sachen, die ich gehört habe, sie sind auf Vernunft aufgebaut, natürlich letztendlich aus dem Koran kommt, aber sie überzeugen halt einfach wegen der direkten Aussage, finde ich jetzt schon. Und von dem, was ich gemerkt habe, dass ich plötzlich mich Gott sehr, sehr nahe gefühlt habe. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ja, okay, dann machen wir das gemeinsam, inshallah, mit dem Glaubensbekenntnis. Also durch die Aussprache des Glaubensbekenntnisses bist du offiziell ein gottergebener Mensch, ein Muslim. Du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und du bezeugst, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ja. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Anna Muhammadan Muhammadan Rasul Rasul Allah Allah Allahu Akbar, Bruder, Allahu Akbar, Subhanallah. Also die können so viel Hetze betreiben gegen den Islam, wie sie wollen. Allah leitet die ehrliche Menschen recht. Ich persönlich sage ganz klar, wenn man wirklich überzeugt ist von den Dingen, an die man glaubt, wenn man wirklich überzeugt ist, dass Allah existiert und dass er unser Leben leitet, dann ist eine Radikalität immer da, aber sie wird von einem gerechten Menschen kommen und nicht von einem Menschen, sage ich mal, wie viele Leute es gibt, die besonders dann über den Islam herziehen, weil sie die wirklichen Dinge nicht verstehen.